Herzlich willkommen zu Patrick's Gaming. In diesem Video zeige ich dir, wie du zum einen mehr Heiltränke tragen kannst und zum anderen, wie du die Wirksamkeit von diesen verbessern kannst. Außerdem wirst du dadurch ebenfalls die Bronzetrophäe Edle Tröpfchen freischalten. Und vom Aufbau des Videos wird es folgendermaßen ablaufen. Zuerst zeige ich dir, welche zwei Aufträge du abschließen musst, um die Wirksamkeit deiner Heiltränke maximal zu verbessern. Und zu guter Letzt zeige ich dir dann noch, welche zwei Aufträge du absolvieren musst, um die Trankbeutelkapazität maximal zu erweitern. Und mit dieser Info starten wir jetzt auch direkt in das Video rein. Das erste Trank-Upgrade kannst du freischalten, nachdem du die Hauptquest nach dem Sturm erreicht hast. Und für den Start des Auftrages begibst du dich einfach an die jetzt zu sehende Stelle im Versteck und sprichst Nigel an. Nachdem du den Auftrag absolviert hast, erhältst du auch direkt die erste Verbesserung der Trankwirksamkeit. Den zweiten Auftrag bei Nigel kannst du im Laufe der Hauptquest ein Lied der Hoffnung starten. Hierfür suchst du wieder einmal Nigel an demselben Spot vom ersten Auftrag auf und nachdem du die Nebenquest angenommen hast, musst du dieses Mal ein Jagdziel finden und anschließend eliminieren. Und damit du nicht selbst das Ziel suchen musst, zeige ich dir jetzt direkt als nächstes, wo du das Jagdziel für den Auftrag finden kannst. Nachdem du Karotte besiegt hast, schließt du jetzt den Auftrag bei Nigel ab, um deine Trankwirksamkeit maximal zu verbessern. Und somit kommen wir auch schon zu den beiden Quests, welche es dir ermöglichen werden, mehrere Tränke zeitgleich mitzunehmen. Und für das erste Upgrade musst du bereits den Auftrag Dampf ablassen Teil 3 abgeschlossen haben. Danach ist es dir möglich, Owen, den Techniker, an der jetzt zu sehenden Stelle im Versteck anzusprechen. Für den Abschluss des ersten Auftrages musst du direkt den Königsbomber finden und anschließend eliminieren. Und wo du dieses Jagdziel finden kannst, zeige ich dir jetzt direkt als nächstes im Video. Nachdem du das Jagdziel plus die Nebenquest abgeschlossen hast, verbessert sich deine Trankkapazität folgendermaßen. Den letzten Auftrag, um die Kapazität zu erweitern, kannst du beginnen, sobald du die Hauptquest, die Überfahrt, erreicht hast. Den Auftrag kannst du wie den vorherigen in Mids Werkstatt bei Owen starten. Dieses Mal musst du drei Spots aufsuchen, welche dir aber alle auf der Karte angezeigt werden. Und nachdem du auch diesen Auftrag absolviert hast, schaltest du zum einen die maximale Trankbeutelerweiterung plus die Bronzetrophäe Edle Tröpfchen frei. Und mit diesen Worten nähern wir uns auch schon dem Ende des Videos. Wie gewohnt kannst du jetzt den Platin Trophy Guide zu Final Fantasy 16 unten links im Video anwählen. In dem Sinne, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.